Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Zusammenfassung des zweiten DEL-Spieltages. Wir gucken uns alle Matches mal kurz an, was passiert ist, gucken danach wieder auf die Tabelle und auf die Statistiken und kurze Highlight-Clips zeige ich euch auch und dass ihr einen kleinen Überblick bekommt, was bisher passiert ist. Ja, unser erstes Spiel, Krefeld gegen Augsburg. Ein Spiel mit vielen Toren. 5:7 haben wir leider verloren. Selber schuld gewesen. Tore kassiert in eigener Überzahl. In derselben Überzahl 2 Gegentreffer kassiert und 3 Tore haben wir in eigener Unterzahl bekommen. Das heißt, Augsburg hat mit den Special Teams alles richtig gemacht, hat da viele Tore geschossen und konnte so das Spiel für sich entscheiden, 7:5. Wir haben von Matthew White einen Hattrick gesehen auf Seiten von Augsburg. Marcel Müller hat da ein 4-Punkte-Spiel mit einem Tor und 3 Assists. Auch sehr beeindruckende Leistung. Leider keine 3 Punkte für die Pinguine. Gucken wir uns kurz die Highlight-Clips an. Kein Problem für ihn. Dann nimmt Aduno seinen Torhüter raus. Die Pinguine versuchen es nochmal und kommen tatsächlich nochmal zum Anschlusstreffer. 5:6. 59. Spielminute wieder. Justin Feser mit dem Treffer für die Pinguine. Was geht noch beim KIV? Geht da noch was? Geht der Ausgleich noch? Nein, er geht nicht mehr. Stattdessen Empty Net. 7:5. Trevor Parks, dritter Saisontreffer. Augsburg holt 3 Punkte in Krefeld. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Bremerhaven hat zu Hause 2:7 gegen Berlin verloren. Ja, die Eisbären. Endlich wieder Stärke gezeigt. So wünschte man sich es von ihnen und jetzt haben sie es umgesetzt. Sean Beckmann hat hier 2 Tore geschossen, war der Mann des Spiels quasi. Und wir gucken auch hier noch einmal kurz auf die Highlights. Ganze Überzahl erzielt. Und kurz vor dem Ende, da macht es die Berliner noch deutlicher. Sean Beckmann mit seinem 2. Treffer zum 7:2. Thomas Pöpperle bedient. Jubel bei den Eisbären aus Berlin. Hier nochmal zu sehen, der schöne Schuss von Jean. Okay, und unser drittes Spiel. Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt. Ja, München hat zu Hause verloren. Sehr überraschend. 0:4. Ingolstadt diesmal sehr, sehr stark. Mike Collins hat dort 2 Tore gemacht, unser Ex-Krefelder. Herzlichen Glückwunsch und die gut verdiente 3 Punkte nach Ingolstadt. Gucken wir auch hier nochmal kurz auf die Beste Highlights. Minute, Mike Collins ins leere Tor aus dem eigenen Drittel. 3:0, damit die Partie entschieden. Was für ein Spiel für Mike Collins. Aus Krefeld gekommen nach Ingolstadt, für viele ein Überraschungstransfer. Und dann gleich mal ein Doppelpack beim deutschen Meister in München. Und die ließen den Torhüter raus, machten noch einen Fehler. Brett Olsen, noch ein Neuzugang, durfte sich damit auch noch in die Torschützenliste eintragen. 4:0 am Ende für Ingolstadt. Okay, und unser viertes Spiel, da haben wir Straubing gegen Düsseldorf. Ja, Straubing hat zu Hause verloren, 3:6. Düsseldorf diesmal sehr stark, hat 3 Punkte immerhin geholt an diesem Wochenende. Und hier ist hervorzuheben, Daryl Boyce mit einem Tor, 2 Assists. Auf Seiten von Straubing, Mike Connolly, 1 Tor, 1 Assist, auch eine gute Leistung. Leider keine 3 Punkte für Straubing. Okay, gut. Gucken wir auch hier nochmal kurz auf die Highlights. Aufgaben. 3:5 in der 45. Minute. Ebenfalls nächster Doppelschlag, dieses Mal für Straubing und Mike Zaleski traf. Erstes DEL-Spiel, erstes DEL-Tor. Noch einmal Hoffnung bei den Straubinger Fans. Die wurde dann aber zunichte gemacht durch diese schöne Kombination über Lewandowski. Ebner und am Ende Daryl Boyce, 6:3 der Endstand. Aber Bernhard Ebner trotzdem nicht zufrieden. Und unser fünftes Spiel ist Schwenningen gegen Mannheim, ein Derby. Ja, Schwenningen hat zu Hause 2:4 verloren. Mannheim mit einer sehr soliden Leistung, 6 Punkte Wochenende. Und hier ist besonders hervorzuheben Sinan Akdag mit 2 Assists. Und Devin Savitoguchi mit einem Tor und einem Assist. Und natürlich gucken wir auch hier nochmal kurz aufs letzte Klar, Tor. Klar, die warfen nun alles nach vorn, versuchten aber zu viel. Bender hier mit dem Scheibenverlust in der neutralen Zone. 2:1 Konter Mannheim und David Wolf sagt Danke und setzt damit den Schlusspunkt. 1:20 vor dem Ende, das 4:2. Gleichzeitig das 3. Saisontor für Wolf und etwas enttäuschte Schwenninger nach dem Spiel. Dann hätten wir einmal Wolfsburg gegen Köln. Das Spiel hättet ihr auch bei Sport1 sehen können. Ich weiß nicht, vielleicht haben es einige geguckt. 2:4 hat Wolfsburg verloren. Und ja, 0 Punkte Wochenende. Aber man muss auch sagen, Wolfsburg hatte 2 sehr, sehr starke Gegner direkt. Und ich glaube, dass es da trotzdem wieder bergauf gehen wird. Hier ist besonders hervorzuheben Philipp Gogola, der schon wieder ein 3-Punkte-Spiel hatte. Beim letzten Mal ein 4-Punkte-Spiel. Und führt damit auch die Scorerliste an. 7 Punkte nach 2 Spielen. Das ist wirklich
Eine sehr, sehr gute Leistung, echt, muss man echt sagen. Und gucken auch hier nochmal kurz aufs letzte Tor. Furchner, der das Tor macht. Aber die Freude und Hoffnung währte nur kurz, nur 21 Sekunden später. Leichter Puckverlust, Wolfsburg im eigenen Drittel, zog sich durchs Spiel. Und Sean Lalonde mit dem 4:2 und der Entscheidung zugunsten der Haie. Okay, und zu guter Letzt hätten wir noch Nürnberg gegen Iserlohn. Nürnberg ganz solide zu Hause, 4:1 gewonnen und damit 3 Punkte geholt. Besonders hier hervorzuheben, Philipp Dupuis, ein Tor, ein Assist. Gute Leistung. Und wir gucken auch hier noch einmal auf das letzte Tor, was gefallen ist. Die letzte Minute läuft. Das ist Elis. Elis zieht ab. Aber ein anderer Nürnberger steht im Abseits. Das 4:1 zählte trotzdem. 4:1 am Ende. Ein Empty Netter durch Yasin Elis, bei dem noch nicht klar ist, ob er verlängert. 4:1 siegen die Thomas Sabo Eiszeigers. Und jetzt hören wir dann die Stimmen zu dieser Partie. Und den Anfang macht Hexer Jenicke. Okay, und zum Abschluss gucken wir uns noch ganz kurz die Tabelle an und einmal die Statistiken, die Topscorer und die besten Torhüter. So, gucken wir uns noch ganz kurz die Tabelle an. Und zwar auf dem ersten Platz die Adler Mannheim mit einem soliden 6-Punkte-Wochenende, auch einer sehr guten Tordifferenz. Zweimal gute Leistung gezeigt, zweimal verdient gewonnen und damit den ersten Platz. Ja, Thomas Sabo, die Nürnberger Eisteigers, genau dasselbe. Zweimal gute Leistung gezeigt, 8:3 Tordifferenz. Solide, zwei gute Spiele und damit auf dem zweiten Platz. Augsburg hat auch ein 6-Punkte-Wochenende gehabt, ist damit auf dem dritten. Die Kölner Haie zieren den vierten Platz, die Eisbären Berlin auf dem fünften. Hier beginnen die Teams, die jeweils nur ein Spiel gewonnen haben, mit 3 Punkten. Ja, wie gesagt, Berlin auf dem fünften, ERC Ingolstadt auf dem sechsten Platz. Die Düsseldorfer EG ziert den siebten Platz. Auf dem achten die Straubing Tigers, dann auf dem neunten haben wir die Schwenninger Wild Wings. EHC Red Bull München auf dem 10. Platz mit 2 Punkten. Die Krefeld Pinguine auf dem 11. mit 1 Punkt. Die Iserlohn Roosters haben auch 1 Punkt, sind auf dem 12. Platz. Auf dem 13. die Fischtown Penguins aus Bremerhaven mit 1 Punkt. Und die Grizzlies Wolfsburg haben bisher noch keine Punkte, haben beide Spiele verloren. Muss man aber auch sagen, wirklich einmal gegen Köln und einmal gegen, kurz überlegen, das war am ersten Spieltag gegen Mannheim und ja, es waren halt zwei sehr harte Brocken. Ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg, wie gesagt, das nochmal toppen kann und irgendwann in den nächsten Wochen weiter oben stehen wird. Gucken wir noch kurz auf die Statistik, auf die Topscorer und da fällt uns eins besonders auf, Philipp Gogola, 7 Punkte nach 2 Spieltagen, Wahnsinn, beeindruckende Leistung, sehr gut. Trevor Parks, auch von Augsburg, ja, auch eine super Leistung. David Wolf, ja, auch schon Wahnsinn, dass hier einige Spieler schon so viele Punkte haben nach so kurzer Zeit. Mal kurz auf die Tore. Gogola mit 3 Toren, Matthew White mit dem Hattrick in Krefeld. David Wolf 3 Tore, Trevor Parks 3 Tore, Mike Hatton 2. Und die Top-Goalies, Jochen Reimer mit einem Shutout gegen München. Ja. Jeneke, Petzold auf dem 2. und 3., Sebastian Dahm und Strahlmeier auf dem 4. und 5. Und die besten Verteidiger bisher alle mit einer Plus-Minus-Statistik von plus 3. Jocina von Nürnberg, Thomas Larkin von den Mannheimern, Taylor Aronson von Nürnberg, Daniel Richmond von den Eisbären Berlin und Aaron Johnson von den Adler Mannheim. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!